Hallihallo, ich bin's schon wieder. Gibt doch noch ein Video. Habe ich nämlich überhaupt nicht dran gedacht, dass da noch eine Bestellung kommt, beziehungsweise es kommt noch eine kleine. Da weiß ich noch nicht, ob ich da noch mal ein extra Video von mache, weil das ist wirklich Kleinigkeiten. Ich hatte im letzten Video ja ein paar Sachen vorgestellt von Charlie und Paulchen, so ein paar Standsteile und so. Und da habe ich direkt mal ein bisschen was ausprobiert und ich muss echt sagen, also hier, das finde ich ja mega schön. Also wirklich schön filigran. Es ist auch sehr gut ausgestanzt. Und bei solchen Papier ist das immer ein bisschen schwierig. Also mit dem Glitzerpapier hatte ich Schwierigkeiten. Das hier ist von Stampin' Up aus Alles Wunderbare. Übrigens momentan noch im Angebot. Denke ich zumindest. Gestern war es noch drin. Und ja, sehr, sehr schön. Dann hier dieses Frohe Weihnachten. Auch mega schön. Auch super ausgestanzt, auch überhaupt keine Probleme gehabt, das rauszutrennen. Mega süß finde ich auch diese tollen Handschuhe. Und die sind so wunderschön geprägt. Und wie jetzt hier zum Beispiel. Ach nee, das ist bei den anderen dann. Dann hier. Und das ist nicht einfach zum Raustrennen hier, denn das ist hier an der Seite fest. Also wenn ihr das raustrennen wollt, müsst ihr es eventuell rausschneiden oder so. Und auch hier der wunderbar. Da habe ich die Sterne rausgemacht. Das ging relativ einfach. Das waren nur Pünktchen. Sieht man es ganz gut. Die werden einfach nach hinten rausgedrückt und rausgezogen. Das ging aber ganz einfach. Finde ich jetzt auf so einer Karte passt das einfach ganz schön. Ja, übrigens sehr, ich sag mal, günstiges Papier, nicht das allerbeste. Also auch hier überhaupt keine Probleme, das rauszutrennen. Dann hier diese Söckchen, auch mega süß. Und hier ist das zum Beispiel. Also das könnte man jetzt ganz einfach an der Seite abschneiden und noch eine andere Farbe oben hin machen. Und hier diese Häuschen. Auch mega süß. Die sind halt auch fürs ganze Jahr. Hier habe ich es ein bisschen 3D gemacht. Und zwar sind das immer sechs Teile für oben drauf. Also sechs Dächer. Beziehungsweise ob das jetzt genau Dächer sind, ich denke mal. Und da habe ich das einfach doppelt drauf geklebt. Und hier habe ich einfach nur Kartenrolling, um mal zu zeigen von den Größen her. Also es hat auch wirklich eine sehr schöne Größe. Auch das hier geht drauf. Auch von den Pullovern, die sind relativ groß, da war ich erschrocken. Also was heißt erschrocken? Angenehm überrascht, nennen wir es mal eher so. Ja, auch die sind ziemlich groß und hier hat man ja schon gesehen, da hatte ich den die Handschuhe einfach mal drum gehangen. Das geht übrigens auch. Ja, dazu das nochmal. Da wollte ich euch ein kleines Feedback geben und ja, bin begeistert. Irgendwie, weil das hier heute alles nicht. So, jetzt das tun wir aber beiseite. Und der eigentliche Grund, warum ihr alle hier seid, ist ein kleiner Haul. Und ich kann euch auch gerne mal zeigen, was es sich dabei handelt. Faltkarten.com oder .com. Beziehungsweise habt ihr es wahrscheinlich eh in der Überschrift gesehen. Ich liebe diese Faltkarten. Ich hatte das letzte Mal nur ein kleines Pack bestellt, um erstmal zu testen. Diesmal das ganze Paket. Also wirklich ein großes und auch gleich
zweimal. Ich muss mal kurz. Ach genau, das sind die normalen. Und hier habe ich noch mal zum Ausprobieren dieses Querformat. Die mussten jetzt mit. Ich würde mal fast behaupten, das war sogar das teuerste von My Favorite Things, diese Dynamics, und zwar für Karten. Also hier ist die Nummer und die Bezeichnung: Gift Card Window und Frame. Und zwar finde ich das ganz cool, solche Schüttelkarten zu machen. Und man kann, so mein Plan mit diesen Teilen hier, die kann man ja dann, also das ist halt echt teuer dafür, dass es einfach nur ja, 2 Stanzen sind, echt teuer. Und diese hier kann man ja dann nachkaufen. Stanzen kauft man nur einmal. Und die haben die Größe einer Scheckkarte oder Geschenkkarte und kann da ein Schüttelelement draus machen und im Hintergrund noch eine Karte hinten rein verstecken. Das möchte ich gerne ausprobieren und deswegen durfte das mit. Dann einmal ganz einfach von Versa Color die 91 Gold. Das ist jetzt hier so ein kleiner, der reicht mir. Ich habe einfach nichts Goldenes, Silber, ja. Aber Gold hat mir gefehlt, deswegen musste der mit. Dann einmal total süßkurige. Das gehört ja jetzt zusammen. Mit ein paar Sprüchen noch für Weihnachten. Es leuchten wieder die Weihnachtskerzen und zaubern Freude in alle Herzen. Alle Jahre wieder ist die Weihnachtspost der Sieger. Auch total süß. Frohe Weihnachten, frohe Weihnachten, fröhliche Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Dann haben wir hier alles Gute, viel Glück und Gesundheit. Auch sehr schön. Fröhliche Weihnachten und schöne Weihnachtszeit. Und so einen süßen Baum. Der durfte mit. So, dann Musterpaket. Da kommt dann, also hier sind es glaube ich 3 Teile. Und da kommen irgendwelche Farben, irgendwelche. Also, das ist eigentlich. Hier steht auch was drin ist. A6 Rechteck plus Oval und B6 Rechteck. Wir gucken einfach mal rein. Das ist einfach mal zum Gucken und wow. Dieses Papier ist mega. Gleich wieder einen Grund, um zu bestellen. So, das ist jetzt hier so zum Auseinanderklappen. Dann haben wir das einmal in Oval in Grün. Gut, die Farben stehen jetzt halt hier nicht dabei. Das wäre noch ganz cool. Zumindest habe ich jetzt hier. Nee, habe ich jetzt nicht gesehen. Da müsste man dann eventuell mal die Farbfächer nehmen und mal durchgucken, was das für eine Farbe ist. Aber das machen wir jetzt nicht. Und dann diese Variante noch, das ist jetzt größer. Also das durfte einmal mit. Also wirklich, das ist so schön, dieses Goldschimmern. Wow, hoppala. Ich glaube, wir heute irgendwie als so daran hängen. So, dann haben wir noch ein Musterpaket Briefumschläge. Da wollte ich auch gerne mal die ganzen Größen. Also die werde ich dann auch nicht verwenden. Das ist halt wirklich so ein Musterpaket, das legt man sich dann einfach hin und kann mal gucken. So hier mega groß. Dann ein langer. Die habe ich ja auch. Dann hier so ein großer quadratischer in Gelb. Davon habe ich auch welche. Das sind jetzt das die etwas größeren und das sind die Standard für 14,5 mal 10,5 Karten. Und dann gibt es hier noch so eine kleine, auch süß. Und diese ganz kleinen. Ja, das finde ich sehr schön.
dass die das anbieten. Und noch ein Musterpaket Fallkarten. Auch hier zum uiuiui. Hier fällt gerade alles umher. Hier fällt vor allem, hier fliegt gerade alles umher. Dann halt hier diese kleine für den Moment grünen Umschlag. Das werde ich mir auch gleich mal zusammenpacken. So, dann diese hier. Die ist noch nicht gefaltet. Für diesen Umschlag. Total süß. Geschenkkärtchen dazu. So, dann haben wir diese lange hier. Das ist jetzt einmal in diesem Format. Da gehört der dazu. Auch in einer Mega-Kombi. Zumindest im Frühling. Das ist die Standardgröße. Also die Standard, die die meisten verwenden. Und auch am praktischsten ist, wenn man A4-Blatt nimmt. Dann haben wir hier das sogar gleiche Farbe in einem ganz dezenten Orange. Wow. Das gibt es doch gar nicht. Warum will der das heute nicht? So, dann dieser hier. Hier das gelben Umschlag passt auch sehr gut zusammen. Und den schwarzen mit der großen Karte. Die Karte finde ich auch sehr cool mit der Größe. So, das waren die Musterpakete. Und dann habe ich noch ein bisschen Papier mitbestellt. Und zwar Pistazie. Sehr schönes Grün. Da habe ich schon mal für den Frühling gleich. Ah ja, da habe ich 30 Stück bestellt in Weihnachtsrot. Sehr schönes Rot. Nicht ganz so grell. Nämlich überhaupt kein Rot irgendwie. So, dann habe ich hier einmal Tonpapier in Petrol. Da müsste auch noch Cardstock kommen. Tonpapier in Schwarz. Da habe ich gleich ein bisschen mehr genommen. Das finde ich auch irgendwie nie. Moment. Ah ja. Dann habe ich Cardstock in Schwarz. Das ist DIN A3, also größer, wesentlich größer. Dann möchte ich gerne mal ausprobieren, um Alben damit zu machen. Hat das öfters mal, dass man das komplette Cover einpacken möchte und das Papier reicht nicht. Und dann möchte ich mal gucken, ob das vielleicht funktioniert. So, dann haben wir einmal, das war hier, steht auch drauf, ein Restposten in Fotokarton in Glittergold. Also das ist schön. Also ich würde es jetzt nicht direkt Glitter nennen. Also es ist mir so ein Metallic. Aber sehr schön, das war auch im Angebot. So, dann haben wir Moment. Elfenbein, da kommen wir nicht drum rum. Da habe ich auch gleich zwei Pakete. Das geht ja eh irgendwann mal leer, ne? Dann wollte ich das letzte Mal schon mitbestellen. Das ist Salmon. Das war leer. Also das ist echt ein schöner Lachston. Bisschen kräftiger, wie ihr das jetzt seht. Da so, wollte ich das letzte Mal nicht zu mir, ne? Dann haben wir den Betul Cardstock. Das hatte ich ja schon gesagt. Und noch ein
dunkelgrün. Das ist jetzt auch noch ein bisschen für Weihnachten. Und wie sollte es anders sein? Noch Cardstock in Schwarz. Also, jo. Total knuffig auch. Sind hier so kleine Stickerchen dabei. Das finde ich total süß. Und ich finde auch schön, dass hier dabei steht, welche Farben das sind. Da ich die beide auch mitbestellt habe, passt das natürlich sehr schön. Und ich habe sowas gesucht. Also da fällt mir auch sofort eine Karte ein. Die bin ich eh gerade dabei, die zu machen. Das ist natürlich sehr schön. Ja, und ansonsten... Also ich habe fast vergessen... Und zwar Permut Schimmer. Hatte ich mich immer nicht getraut, aber ich hatte ja nun diese Musterteile und da sind die ja drin. Und das ist wirklich, sorry fürs, das ist einfach, weil das jetzt so glänzt und die Folie noch dazu. Aber das ist so schön. Also es ist wirklich ein wunderschönes Papier. Ist halt ein bisschen teurer. Ich muss es mal drunter packen. Es flackert das jetzt die ganze Zeit, aber... Mega schön. Und dann gibt es natürlich wieder hier so ein wunderbares kleines Flyerchen mit den aktuellen Sachen. Noch neue Designpapiere. Die, also das würde mich echt mal sehr interessieren. Die habe ich gar nicht gesehen. Und Winterzauber, gut, das habe ich jetzt auch nicht gesehen, aber. Ja gut, der Winter geht ja noch ein bisschen, auch wenn es nicht unbedingt schneit. Aber ja, sehr cool und ja, das war es eigentlich. Ich denke, das reicht auch. Vor allem habe ich jetzt wieder ein bisschen Papier. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Wie gesagt, mal schauen, ob ich das andere noch abdrehe. Und gut, das muss ja erstmal ankommen. Ja. Dann, egal wie, wir sehen uns im nächsten Video. Sachen übrigens alle selber gekauft, natürlich. Selbst ausgesucht, selbst bezahlt. Okay, bisschen mit Rabatt. Weil da war gerade Rabattaktion. Schaut da ruhig immer mal nach. Vielleicht habt ihr da auch mal Glück. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss.